So, hallo, und heute geht es wieder um die Kommaschreibweise, aber dieses Mal nicht bei Kilo, sondern bei schwereren Dingen, bei Tonnen. Ich zeig's dir mal. Erinner dich dran, 1000 Gramm sind ein Kilo. Und 1000 Kilo sind eine Tonne. Was denkst du, wie viele Kilo sind dann 7,5 Tonnen? Ja, 7,5 Tonnen sind 7500 Kilo. Und genau um dieses Thema geht es heute. Geht es um die Tonnen in der Kommaschreibweise. Schwere Dinge misst man in Tonnen. Aber was passiert, wenn etwas nicht exakt eine Tonne, 2 Tonnen oder 3 Tonnen wiegt? Wie zum Beispiel hier, dann schreiben wir mit einem Komma 1,5 Tonnen. Erinnere dich bitte, 1000 Kilo ist das gleiche wie eine Tonne. Zum Beispiel ein kleines Auto wiegt ungefähr eine Tonne oder 1000 Kilo. Deshalb wiegen 2 Autos 2000 Kilo oder 2 Tonnen. 2 Autos und 100 Kilo sind dann 2100 Kilo oder 2 Tonnen und 100 Kilo. Hier siehst du 2310 Kilo oder 2 Tonnen 310 Kilo. Auf diesem Bild siehst du 1320 Kilo oder eine Tonne und 320 Kilo. Und wenn wir jetzt noch ein Kilo Gewichte dazu nehmen, siehst du hier 1326 Kilo oder eine Tonne und 326 Kilo. Wie schreibt man das aber nun mit einem Komma? Wir haben hier 7189 Kilo. In unserer Tabelle kommt zuerst die Tonne. Erinner dich dran, 1000 Kilo sind eine Tonne. Dann kommt das Komma, dann kommen die Hunderter in Kilos, die Zehner in Kilos und die Einer in Kilos. Das sieht also bei 7189 Kilogramm so aus. Wir haben hier 7000 Kilo, das sind 7 Tonnen. Dann kommt das Komma und nach dem Komma kommen die Hunderter, die Zehner und die Einer. Dann sind also 7189 Kilogramm das gleiche wie 7,189 Tonnen. Wir schauen uns nochmal ein Beispiel an. Wir haben hier 1209 Kilogramm. Überlege wieder, wie viele Tonnen sind das? Das ist eine Tonne, weil ich habe hier 1000, dann kommt das Komma. Wir haben 200er, 0 Zehner und 9 Einer. 1209 Kilo ist also das gleiche wie 1,209 Tonnen. Unser nächstes Beispiel. Wir haben 9500 Kilo. Wie viele Tonnen sind das? Genau, es sind 9 Tonnen. Dann kommt unser Komma. Ich habe dann 5 Hunderter. Ich habe 0 Zehner, 0 Einer. Und diese Nullen brauche ich nicht, weil 9,500 ist das gleiche wie 9,5.
Und unser letztes Beispiel, ich habe hier 34 Kilo. Überlege dir, wie viele Tonnen sind das? Es sind 0 Tonnen, weil ich habe keine Tausender hier. Komma, wie viele Hunderte habe ich? 0. Du musst diese 0 schreiben. Wie viele Zehner? 3. Wie viele Einer? 4. 34 Kilogramm ist also das gleiche wie 0,034 Tonnen.